Kapitel 16. Keiner von ihnen. 8 Elementare und ein Gott. Das war alles, was wir benötigten, um den höchsten Gott wieder auf diese Erde zu rufen. All dies hatten wir bereits erreicht. Und nun stand nur noch die Reise nach Irelius, zum Berg der Sonne, an. Rund eine Woche verblieb, so hatte Rondo erzählt. Zeit, die wir nutzen konnten, um auch die neuesten Mitglieder unserer Gruppe kennenzulernen. Dass wir tatsächlich beide von ihnen auf einmal getroffen hatten, war wirklich eine positive Überraschung gewesen. Ganz zu schweigen vom rein effizienten Nutzen des Ganzen. Laut Rondos Aussagen wäre zwar auch Schattens Felsmeer nur ein paar Stunden entfernt gewesen, aber diese konnten wir uns nun zweimal sparen durch den Mangel an Hin- und Rückweg. Und so bestritten wir diese letzte Wanderung. Schnell wurde wieder klar, wer sich mit wem aus der Gruppe gut verstand. Nilon war so ziemlich der klischeehafte alte Mann, der eigentlich mit jedem gut auskam. Era wirkte etwas von ihm genervt, aber das war weder ein Wunder noch etwas Neues. Schatten hingegen war schon etwas problematischer. Dieses seltsame Wesen legte nämlich allen Wert darauf, andere zu verarschen. Ich persönlich stand dem Ganzen relativ neutral gegenüber, Mira und Phönix schienen allerdings eher genervt. Nilon konnte ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Jason wirkte zu Gedanken verloren, um sich irgendwie dafür zu interessieren. Und Vin und tatsächlich Era hatten tatsächlich ihre Freude daran. Man merkte bereits dadurch, wie anders unser letzter Begleiter war, dass Era ihn nicht zu hassen schien. Wobei ich inzwischen das Gefühl hatte, dass sie auch Jason zumindest nicht zu schlimm fand. Gerade Rondo, Mira und mich allerdings. Aber keine Sorge, es beruhte auf Gegenseitigkeit. An sich verlief die Wanderung nicht anders als die meisten anderen. Mira und ich gingen gemeinsam an der Spitze und verbrachten die Zeit zusammen. Teilweise klinkten sich Phönix oder Rondo ein. Der Rest der Gruppe lief wie immer etwas dahinter, wobei Vin versuchte, gute Laune zu verbreiten. Inzwischen jedoch unterbrochen von irgendwelchen Streichen, die das einzige waren, was Era zum Lachen brachte. Erst am Abend des zweiten Tages, am Lagerfeuer, sollte zum ersten Mal etwas Besonderes geschehen. Es kam wie aus dem Nichts. Alle saßen einfach da, manche aßen, manche sprachen. Und auf einmal erhob jemand seine Stimme. Kann ich vielleicht kurz etwas sagen? Nachdem Jason gefühlt kaum gesprochen hatte, seitdem wir unseren letzten Streit hatten, wollte er jetzt eine Rede halten oder was? Irgendwie hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl bei der Sache, aber es wäre wohl ungerecht, ihm keine Chance zu lassen, ne? Okay, also, in ein paar Tagen werden wir hier als Gruppe die Geschichte verändern. Wir alle kennen einander kaum, mit nur wenigen Ausnahmen. Ich spürte, wie Blicke auf mich fielen, jedoch fragte ich mich, ob sie dabei an Jason oder doch eher an Mira dachten, ne? Und inzwischen besteht genau deswegen, aber auch wegen einigen anderen Zwischenfällen, kein Teamgeist. Deswegen haben wir uns eigentlich auch nie Team genannt und ich bin nicht dämlich. Wirklich ändern wird sich das auch nicht mehr. Aber trotzdem habe ich überlegt. Und egal wie wenig es manchen hier gefallen wird. Manche Sachen sollten innerhalb der Gruppe wohl besser klar sein, bevor es zu spät ist. In diesem Moment begann ich langsam zu ahnen, worauf er wirklich hinaus wollte. Miras Blick verriet, dass sie dieselbe Vermutung hatte. In dieser Gruppe sind verschiedenste Tiere versammelt. Ein Walross, zwei Wölfe, ein Pferd, ein Adler, ein Elch, eine Echse. Und ich. Aber ich bin kein Fuchs. An diesem Anblick ist Rondo schuld, der mir am Anfang der Reise eine Elementarkraft gab. Denn ob ihr es akzeptieren werdet oder nicht, eigentlich bin ich ein Mensch. Stille kehrte ein. Rondo, Mira und ich warfen uns einige Blicke zu, als die drei, die bereits eingeweiht waren. Du bist ein Mensch? Willst du jetzt auch irgendwie witzig sein oder ist an diesen Worten wirklich irgendetwas dran, Rondo? Kurz schien er zu zögern, doch schließlich antwortete er. Ja, es ist wahr. Jason ist der Mensch, welcher Rubin aufgenommen hatte. Dass Rubin bei einem Menschen lebte,
wussten ja zumindest die meisten schon. Und dieser Mensch war niemand anderes als Jason. Deswegen waren sie so gute Freunde. Die Betonung auf waren schien vor allem Jason einen Stich zu versetzen. Ich hatte mich inzwischen damit abgefunden. Über die Runde verteilt waren die Reaktionen sehr gemischt. Es wunderte mich, dass nach dieser Antwort Era tatsächlich stumm blieb. Sie schien tatsächlich nichts zu dieser Lage zu sagen zu haben oder zumindest nichts dazu sagen zu wollen. Die drei neuesten Mitglieder unserer Gruppe kannten Jason noch nicht sonderlich gut, deswegen saß der Schock nicht zu tief. Schatten wirkte eher gesagt sogar amüsiert. Ein Mensch in Rondos Gruppe? Sag mal, bist du irgendwie krank, Alter? Die Zeiten ändern sich wohl. Phönix kannte Jason nicht nur schlecht, sie hatte ja bereits ihre Neutralität gegenüber den Menschen preisgegeben. Milon wirkte recht gedankenversunken, wohl eher mit der Lage an sich beschäftigt als mit der Person Jasons. Die einzigen beiden, die von den Nachrichten wirklich umgehauen wurden, waren eindeutig Era und Vin. Du bist ein Mensch? Das ergibt so viel Sinn, ich hätte es wissen müssen. Deswegen wusstest du nicht, wie du deine Elementkraft nutzen kannst. Warum habe ich das nicht bemerkt? Die Reaktionen im Gesamten waren doch wirklich deutlich harmloser und hoffnungsbringender, als man es vielleicht erwartet hätte. Doch trotzdem wirkte Jason niedergeschlagen. Und hast du auch etwas dazu zu sagen, Mira, wo du doch Menschen gerade so hast? Es hat mich durchaus kalt erwischt, als du dich das letzte Mal mit Rubin gestritten hast. Seitdem weiß ich Bescheid. Zunächst schien er gar nicht ganz verstehen zu können, was Mira soeben gesagt hatte. Du wusstest es? Seit so vielen Tagen und trotzdem hast du nichts gesagt? Seit dem bedeutenden Abend, von dem so oft bereits die Rede war, war das Verhältnis zwischen Mira und Jason noch mehr abgekühlt, das wusste ich, wenn auch nur von Miras Seite. Weniger tatsächlich aufgrund des Faktes, dass Jason ein Mensch ist, sondern eher aufgrund des Verhältnisses zwischen mir und ihm. Ich wusste genau, dass Mira sich Sorgen machte. Wegen meinem damaligen mentalen Zustand. Und sie wusste, dass Jason keine unbedeutende Rolle gespielt hatte, dass es so weit kam. Genau diese Kühle zeigte sie auch in diesem Dialog der beiden. Glaub nicht, dass ich es deinetwegen getan hätte. Rubin hat mich darum gebeten, es geheim zu halten. Ansonsten hätten alle anderen es sofort erfahren. Offenbar hatte Jason nichts mehr zu erwidern, weshalb er sich einfach ein wenig von der Gruppe entfernte. Anscheinend mit dem Gedanken, dass die Gruppe ihn nur noch für sein Element brauchte. Zum ersten Mal seit einiger Zeit fühlte ich mich etwas schlechter, als ich ihn so sah. Und ich entschied mich, ein kleines Risiko einzugehen. Ich werd mal mit ihm reden. Offensichtlich war meine Wegbegleiterin nicht allzu begeistert von diesem Gedanken. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Vielleicht lässt er jetzt endlich wieder einmal normal mit sich reden und wenn nicht, dann werde ich mich auch nicht länger in seiner Nähe aufhalten als nötig. Keine Sorge, jetzt lasse ich mich wirklich nicht mehr in irgendeinen Streit verwickeln. Kurz schien sie noch widersprechen zu wollen, entschied sich jedoch dagegen. Stattdessen nickte sie nur kurz und ich verließ das Lager. Jasons Spur zu folgen war wahrlich das kleinste Problem an der Sache. Er hatte nicht versucht, unbemerkt zu bleiben und das merkte ich eindeutig. Ich fand ihn schnell, alleine auf einem weiten Feld. Offenbar hatte er denselben Gedanken, den auch ich nach meinem Kampf gegen den Jäger gehabt hatte. Ein paar ruhige Minuten unter den Sternen. Jason, kann man mit dir reden oder soll ich gleich wieder gehen? Ich wollte dringend auch nochmal mit dir reden. Ehrlich gesagt machte mir diese Aussage keine Hoffnung, nachdem wir unsere letzten Debatten endeten. Warum hast du dich auf einmal entschieden, den anderen die Wahrheit zu sagen? Macht es einen großen Unterschied? Sie würden es ohnehin erfahren und so gibt es zumindest keine großen Geheimnisse mehr, wenn wir in die Geschichte eingehen. Nun, es gab wirklich nichts an dieser Logik zu bemängeln. Er hatte recht. Du wolltest noch über etwas anderes reden, oder?
Nein. Okay, also. Doch. Also. Es dauerte eine Weile, bis er die Worte fand, welche er suchte. Hör zu, es tut mir leid, okay. Alles, die ganze Scheiße, die ich abgezogen habe, seitdem wir Irelius verlassen haben. Was? Woher kommt das denn auf einmal? Ich habe erst an dem Morgen, an dem du der Gruppe wieder beigetreten bist, wirklich verstanden, welche Konsequenzen meine Aktion hatten. Als du mir sagtest, dass du weitermachen kannst, da du weißt, dass es noch jemanden gäbe, der sich um dich sorgt, es ist schwer zu erklären. Ich habe dir ja schon am zweiten Tag gesagt, dass Mira mir suspekt sei. Ich hatte weder einen Grund noch das Recht, sie so zu beschuldigen. Es hat viel zu lange gedauert, bis ich selber überhaupt verstanden hatte. Ich bleibe bei dem, was ich damals sagte. Seitdem du sie kennengelernt hast, hast du dich verändert. Aber Veränderung ist nicht schlecht oder unnormal. Ich konnte sie nur nicht akzeptieren. Wir kannten uns für Jahre und mit Mira. Ich habe mich einfach gefühlt, als wäre es alles auf einmal vergessen. Weil es all die Jahre nur wir beide waren. Es gab niemanden sonst in unserer eigenen kleinen Welt. Zumindest niemand Relevanten. Das Problem war einfach, ich konnte Mira nicht akzeptieren, weil sie dir wichtig ist. Und ich kannte dieses Gefühl nicht. Diese Eifersucht. Dass nach all den Jahren auf einmal eine Wölfin da war, die dir so wichtig sein könnte. Kurz gesagt, ich war zu eigensüchtig, um zu akzeptieren, dass du nicht immer auf mich angewiesen bist, nicht zwingend zu mir gehörst. Erst als du am Morgen diesen Satz gesagt hast, habe ich erst bemerkt, wie schrecklich ich mich eigentlich verhalten habe. Und ich habe zum ersten Mal auch realisiert, wer Mira wirklich ist. Das war jetzt vielleicht etwas viel. Vielleicht ergibt es für dich auch keinen Sinn, aber zumindest bin ich es endlich losgeworden. Er hatte durchaus recht. Es war wirklich etwas viel, um es so schnell zu verarbeiten, aber im Groben glaubte ich zumindest zu verstehen, was er mir sagen wollte. So ist es also wirklich. Es ist wohl ganz schön zu wissen, dass du mich trotz allem nicht hasst. Auch wenn ich ehrlich sein will. Deine Motive rechtfertigen die Dinge, die du getan und gesagt hast, nicht. Ich weiß das, Rubin. Genau deshalb erwarte ich auch nicht, dass irgendjemand mir mein Verhalten verzeiht. Trotzdem war es mir wichtig, dass du letztendlich Bescheid weißt, was mit mir los war. In meinem Unterbewusstsein schwankte ich enorm. Wie sollte ich nun handeln? Was wäre die richtige Reaktion? Ich schätze deine Ehrlichkeit. Ich hoffe, dass du inzwischen wirklich verstehst, wie wichtig Mira mir inzwischen geworden ist. Ohne sie wäre ich heute nicht mehr hier. Ich weiß, und es wäre nicht zu einem kleinen Teil meine Schuld. Das war dann an sich noch alles, was ich sagen wollte. In ein paar Tagen werden sich unsere Wege ohnehin trennen. Es war für mich irgendwie doch eine Erleichterung, dass er selber bereits Bescheid wusste. Ja. Wenn nichts Großes passiert in den nächsten Tagen. Ich meine, natürlich wird Großes geschehen, aber ich meine innerhalb von der Gruppe. Kurz zögerte Jason, doch letztlich schien er doch noch etwas sagen zu wollen. Ich weiß, ich bin nicht in der Position, um dich um irgendetwas zu bitten, aber können wir diese letzten Tage dann bitte nicht wie Feinde verbringen? Das Letzte, was ich möchte, ist, dass du gehst und mich auf immer als ein Feind im Gedächtnis behältst. Ehrlich gesagt verstand ich zwar nicht ganz, was mit dieser Anfrage wirklich gemeint war, doch auch wenn ich immer noch unsicher und auch wütend war, entschied ich mich zuzustimmen. Gut, für diese letzten Tage. Und nur, solange du auch Mira nicht behandelst wie eine Feindin.
Ich habe zu viel gelernt, um das noch zu tun. Sie hat getan, was eigentlich meine Pflicht gewesen wäre. Wenn ich ein guter Freund gewesen wäre...